100 Tipps für das Leben in der Zone. Tipp 8. Mit dem Verbandszeug, einem Armee-Medikit oder Winkermitteln können Sie Blutungen stoppen. Wenn Sie nämlich nicht schnell genug sind, wirst du verbluten. Das steht da nicht, aber ich habe das implementiert. Und damit jetzt willkommen zurück zu Stalker Call of Pripyat. COP, wir sind jetzt woanders als eben gerade noch. Kleiner Zeitsprung für euch. Ich habe ein bisschen rumexperimentiert und wir sind jetzt wieder hier. Hey! Na? Denn... Diese Wales-Detektoren, ne? Ich habe einen falschen Spielstand geladen, oder? Ich glaube schon. Ich glaube, ich habe Fisch geladen und nicht den richtigen Spielstand. Ich bin doof. Ich hätte nämlich Quicksave laden müssen und dann passiert Folgendes. Also, erstmal kriegen wir wieder, ne? Eine schöne Überblende. Und ein von 100 Tipps. Tipp 32, Mutanten sind nachts aktiver, was der Grund dafür ist, dass die Stalker gewöhnlich auf Sonnenaufgang warten, bevor sie in der Zone beigeben. Und jetzt geht's los. Meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Das ist schön. Also nochmal, ne? Wir haben Wales-Detektoren, sehen wir hier. Da ist einer, da ist der andere. Wir brauchen drei. Das heißt, wir müssen für die verbesserten Wales-Detektoren, mit denen wir dann dieses, diesen Quest von denen hier lösen können, drei davon haben. Deshalb... suchen wir jetzt einen dritten DLC-Detektor. Ich möchte den nicht kaufen, weil der übel teuer ist. Eventuell muss ich es aber. Komm schon, Mann. Steck die Waffe ab. Aber wir machen jetzt hier Messung in Anomalien. Und zwar nach Fenn gehen wir. Und da würde ich gerne erstmal eine andere Waffe ziehen. Aber scheiß drauf. Ich habe das gerade eben schon mal aufgenommen und wir hatten ein paar Probleme. Was soll denn das noch alles verlieren? Was zum Teufel machst du? Besser stehen die Chancen, dass wir überleben. Und das sind die Banditen. Willst du mich verarschen? So. Ich glaube, wir haben diesmal verhindert, dass einer erschossen worden ist. Aber einer muss umkommen. So. Der hatte auch nicht das, was ich dachte. Einer von den beiden hat mich einen Wales-Detektor. Also einer von den ganzen Leuten hier hat einen Wales-Detektor und ich weiß leider nicht welcher. Der ist letztes Mal umgekommen bei mir. Aber warte mal, Werte noch einen, ne? Alpha, Beta und Gamma-Strahlung genommen. Wir müssen jetzt eigentlich nur Wellen beschützen. Also wir müssen die Leute nur vor ein paar Wellenmonstern beschützen. Es dauert hier ewig und das letzte Mal bin ich dann durch eine Emission gestorben. Scanvorgang des elektromagnetischen Feldes läuft. Sie sind hier. Возможно, еще не все. Top notch. Du hast den Wales-Detektor sofort zu nehmen. Einer von denen hatte den nämlich. Der ist letztes Mal draufgegangen, ich weiß nicht welcher. Ich glaube, der, können wir das auch sehen? Der hat einen Orangen. Scanvorgang des elektromagnetischen Feldes abgeschlossen. Der hat auch einen Orangen, keine Ahnung. Vielleicht war es letztes Mal auch einfach nur buggy. Das geht auf jeden Fall viel schneller als eben gerade. Und notfalls kaufen wir das Ding einfach in der Station. Kostet da jetzt auch nicht die Welt. 2600 ist jetzt nicht so viel. Von daher... Ich habe mich eben gerade nicht in die Diskussion zwischen dem Banditen und den anderen Fotzen eingemischt, weil ich nicht wusste, wer wer ist. Bisher akustische Daten für zwei Messbereiche gesammelt. Und jetzt kommen neue Gegner. Und... Erstmal husten. Und weil ich die... eben erstmal alle als freundlich markiert hatte. Hey, gibst du uns jetzt Deckung oder was? Sie sind hier! Hilf uns! Alles cool, mach weiter. Mach weiter. Los. Akustische Daten für alle Messbereiche gesammelt. Sehr gut, das ist einfach nur eine nervige Abwartquest und dann halt zwischendurch mal zwei, drei Gegner wegkloppen. Eben habe ich noch versehentlich einen von denen erschossen.
Es geht voran. Der Scan-Vorgang des Torsionsfeldes ist fast abgeschlossen. Das ist gut. Ich habe jetzt auch gerade schon wieder drei Gegner platt gemacht, du Fotze. Ich frage mich, warum die so viele zu euch kommen, ne? Ihr müsst irgendwas an euch haben, was die anlockt. Ich drehe übrigens die ganze Zeit mit den Fingern in die Haare. Mega beschissene Angewohnheit. Kriegt man irgendwo so ein bisschen Glatze von, aber... Ich weiß nicht, das habe ich schon immer gemacht und irgendwie kommt das zwischendurch mal auf. Scan-Vorgang des Torsionsfeldes abgeschlossen. Hier sind wir fertig, Stalker. Und jetzt nicht sie weg. Komm schon, Mann. Steck die Waffe ein. Willst du mich verarschen? Ich bin der Beschützer. Ich glaube, wir sind hier fertig. Es ist langsam Zeit, dass wir von diesem gottverdammten Ort verschwinden. Ja, dann müssen wir vorgenommen gehen wir. Ich will nicht unbedingt länger rumhängen. Wir wollen als nächstes hin. Ja, dann lass uns doch gleich den nächsten machen. Musik, сюда! Genau. Fertig sind, desto besser stehen die Chancen, dass wir überleben. Das ist die Asche-Anomalie, glaube ich. Genau, wir drücken mal O. Gucken mal, ob hier irgendwo ein Artefakt ist. Achso, nee, das ist das, was wir schon haben. Aua. Bin mal gespannt, was uns hier angreifen will. Vielleicht auch wieder nervige Wildtiere. Ich hätte ja erst gedacht, Werte die Zombies. Für Alpha, Beta und Gamma-Strahlung genommen. Bolzen. Ich wollte eigentlich so machen. Granate! Scan-Vorgang des elektromagnetischen Feldes läuft. Hab ich die getroffen? Oh, da kommen noch mehr. Achtung, Achtung! Sie greifen uns an, Stalker! Was zum... Kleiner Funfact, die Mission, die werden wir wahrscheinlich nie überleben. Was machst du? Jetzt mach weiter, Fotze. Ja, das ist das Problem. Scan-Vorgang des elektromagnetischen Feldes abgeschlossen. Du bist tot. Das ist ja schön. Bisher akustische Daten für zwei Messbereiche gesammelt. Könnt ihr euch beeilen? So wie in die Emission? Akustische Daten für alle Messbereiche gesammelt. Beeilt euch doch bitte mal. Wir gehen hier drauf. Ich glaube, wenn es die eine Unterbrechung nicht gegeben hätte, könnten wir das tatsächlich geschafft haben. Also hätten wir das tatsächlich geschafft, weil sie jetzt sind wir tot. Es geht voran. Der Scan-Vorgang des Torsionsfeldes ist fast abgeschlossen. Wir sind am Arsch, ey.
Komm, mach! Das könnte ganz, ganz knapp klappen. Ich hab die Bastarde von da hinten aus den Augen verloren. Weil Schaden gibt's jetzt, glaube ich, schon. Bist du fertig? Komm, komm, komm. Sag, dass wir fertig sind. Sag doch jetzt, dass wir fertig sind. Scan-Vorgang des Torsionsfeldes abgeschlossen. Hör mit dem Unsinn auf. Hier sind wir fertig, Stalker. Nein! Und jetzt nicht sie weg. Ah, so knapp, ey. Gut, dass die das natürlich überleben. Halt dein Maul. Halt dein Maul, ey. Spiel laden. Quick save. Gott, ich hoffe, wir schaffen das. War das dumm, ey. Und genauso war es eben gerade. Dann war es genauso knapp nicht geschafft. Tipp 97. Wenn ihr unterschiedliche Munitionsarten für die Waffen verfügt, könnt ihr sie mit Z wechseln. Danke. Ich wüsste lieber, wie man zwischen Schnellfeuer und Einzelfeuer wechselt, tatsächlich. Macht ihr das von selbst, oder? Ja, jemand das von selbst. Okay. Gut. Werte werden genommen. Von da kommt eine Truppe. Die sind sogar gerade gespawnt. Ich glaube, solange die nur auf mich schießen, ist denen das egal. Kann ja mal kurz hinlaufen, die platt machen. Werte für Alpha, Beta und Gamma-Strahlung genommen. Piss-Zombies, ey. Gott, ist das nervig, ey. Scan-Vorgang des elektromagnetischen Feldes läuft. Das ist ja okay. Wir können euch damit mal ein bisschen Achtung. Ja. Eine Emission steht kurz bevor. Alle sofort in Sicherheit bringen. Ich glaube, das wird nix. Ich bin mal ganz ehrlich, ich glaube, das wird gar nix. Ich glaube nicht, dass wir Gegner töten müssen unbedingt. Um die Mission abzuschließen. Scan-Vorgang des elektromagnetischen Feldes abgeschlossen. Das Problem ist, dass die Mission gleich da ist. Die da hinten waren schon weg, okay. Dann haben sich da eben gerade noch welche festgebackt gehabt. Da hinten kommen neue. Habe ich die noch, ja. Dann muss ich nämlich nicht so weit weg. Stirb, Fotze. Akustische Daten für alle Messbereiche gesammelt. Komm, dann mach. Noch ist die Mission weit weg. Was auch immer. Es geht voran. Der Scan-Vorgang des Torsionsfeldes ist fast abgeschlossen. Sieh zu. Dann überleben wir die Kacke hier auch. Ich glaube, wir verrecken nochmal. Bin gerade echt am überlegen, ob ich das schneiden soll, ne? Vor allem, der macht ja nicht mal was, die kleine Fotze. Scan-Vorgang des Torsionsfeldes abgeschlossen. Ja, 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 ja. Hier sind wir fertig, Stalker. Und jetzt nicht sie weg. Dann los. Oh, bitte, 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 bitte geschafft, bitte geschafft, bitte geschafft, bitte geschafft.
Ich bin weg. Ich bin drin. Ich bin da. Na? Habe ich jetzt verbuggt oder ist okay? Die kommen gerade noch rein. Wir reden jetzt mal mit Hermann. Mit Herrn Mann. Hallo Hermann. In Ordnung. Danke. Haben Sie die Mission der Anomaliemessungs-, der Anomaliefeldmessung von dem Trupp erhalten, den ich beschützt habe? Natürlich. Ich habe die vollständigen Ergebnisse erhalten. Um ehrlich zu sein, ist der Umfang der erzeugten Daten so groß, dass es Wochen oder gar Monate dauern wird, sie vollständig zu verarbeiten. Trotzdem kann ich Novikov bereits viel damit anfangen. Vielen Dank für Ihre Mühe. Ich möchte hinzufügen, dass Ihre Messung definitiv die Aufmerksamkeit von Mutanten und Zombies auf sich gezogen haben. Es hat uns einiges an Zeit und Mühe gekostet, sie uns vom Leib zu halten. Sie glauben also, dass Sie auf die Scans reagiert haben? Interessant. Das würde die Userkis-Theorie bestätigen. Die besagt, dass Mutanten telepathisch Zugriff auf unterschiedlichste Felder haben. Ich denke, das sollte ich mit ihm erörtern. Achso, mit ihm. Also mit Novikov. Hier Hallo. Ist die. Es ist immer schön, ein neues Gesicht in unserem Hier ist die Bezahlung für Ihre Arbeit, das haben Sie sich redlich verdient. Ja, 7000 und ein Wählsdetektor, nice. Haben Sie Arbeit für mich? Da ist etwas, wir müssen alles über die jüngsten Ereignisse der Jupiter-Anlage herausfinden. Ich bräuchte diesbezüglich unbedingt technische Dokumente. Wahrscheinlich müssten Sie. Kann ich machen? Ich glaube, ich habe die schon. Entwicklung Dokumente der Jupiter-Anlage finden. Ich habe einige Dokumente in der Jupiter-Anlage gefunden. Leider enthält keine interessante Informationen. Okay, ist das trotzdem noch Arbeit? Okay, man sieht sich. Scheinbar muss ich da trotzdem nochmal hin. Gibt's scheinbar mehr. Okay. Die machen die ganze Zeit die Tür auf und zu. Und wir können ihm hier die drei Wählsdetektoren geben. Hier. Gut. Ich erledige gerne Arbeiten und lasse sie von einem Ortskundigen zurück zu Uhu bringen. Alles andere ist Sache zwischen Ihnen und Uhu. Okay. Wir können jetzt demnächst zu Uhu gehen und die Sachen wiederholen. Man sieht sich. Und ich möchte gerne. Achso, warte. Ich möchte gerne A reparieren und modifizieren. Das da. Oh. Wärmeschutz und chemischen und Elektroschock. Ist beides geil. Es nimmt zwei verschiedene Sachen in Anspruch, oder? Also ich bin mir überhaupt nicht sicher. Ich würde tatsächlich beide nehmen. Ich glaube, das geht nicht. Bei eins da oben ist und eins da. Also, keine Ahnung. Was ist cooler? Magnesium-Einlagen schützen den Träger vor Hitzegefahr. Oder eine einfache Plastikinschicht kann den Träger vor chemischer und elektrischen Gefahren beschützen. Ich glaube, ich habe öfter Probleme mit chemischem und elektrischem als mit Feuer. Ja. Ja, genau, dann wird das nämlich nicht möglich, genau. Und ich hätte sie gern repariert. 1581. Oh, und ich kann das jetzt machen. Chemisch strahlen. Ist, glaube ich, strahlen geiler. Ja, glaube ich schon, dass Strahlen da geiler sind. Strahlenschutz. Okay. Wer macht denn hier die ganze Zeit die Tür auf und zu, Alter? Okay, das haben wir geschafft. Wir müssen jetzt immer noch, Gary braucht Kolobock und das Fleischklumpen-Artefakt haben wir beide nicht. Das da können wir so lange nicht machen. Wir können das da noch machen. Ich bin dämlich. Das hätte ich eben in der anderen Anomalie machen können, aber es ist jetzt nicht mehr so schwierig, da hinzukommen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal kurz zur Jupiter-Anlage. Und wir sollen mit den Janov-Bewohnern immer noch über die Monolith reden. Und außerdem haben wir dann noch irgendwas. Genau. Im Keller ist das. Die Belohnung für die unbekannten. Ach, wie läuft das? Für die unbekannten Viecher holen. Weil wir haben ja vor zwei Parts, der hieß Unbesiegbare oder so. Irgendwas mit Unbesiegbare, Kampf gegen Unbesiegbare oder sowas. Haben wir Mutanten getötet. Also wir haben ein Kopfgeldjagd gemacht auf Mutanten.
Und dafür müssen wir uns das Kopfgeld ja noch abholen. Und ein neues Kopfgeld kriegen. Schätze ich mal. Ich habe einmal W aufgehört zu drücken, danke. Ich habe W einmal aufgehört zu drücken, danke. So. Ich habe viel zu erzählen. Hallo, sprich mit dem Big Boss. Ich werde nicht dafür bezahlt, mir dein Geschwätz anzuhören. Ich bin in den Bunker gegangen, um zu sehen, was die da eigentlich treiben. Zuerst sind sie erschrocken, aber dann haben sie gesagt, genau so einen wie dich brauchen wir jetzt. Okay, aus irgendeinem Grund sitzen hier Banditen auf dem Boden rum. Mit dem können wir nur darüber reden, dass wir zurück zu Sarovsky wollen und nach Pripyat will er uns nicht bringen, das hatten wir schon mal. Der redet über nichts. Andere Dinge angeboten. Halt mal den Mund. Daraufhin ich. Schön und gut, aber ich hoffe für euch, dass die Belohnung all die Mühe wert ist. Ich musste in dem Gebiet herumkriechen und mich nach Anomalien umsehen. Aber das war nicht halb so schwer, wie anschließend an die versprochene Belohnung dieser Freaks halt zu gelangen. Halt doch bitte mal dein Maul. Blutsauger, zusammen mit der Wissenschaftler, Abkürzung nach Jupiter, Controller. Tja, also ausgehend. Tja, also der Ortskundige hat von Santa nach Jupiter immer einen ganz schönen Umweg gemacht. Ich hingegen dachte mir, warum so umständlich? Also habe ich mir die Gegend genauer angesehen und konnte ziemlich schnell einen Weg durch die Anomalie finden. Diese Information habe ich an den Ortskundigen verkauft und jetzt bringt er jeden auf dieser Route dorthin. Und jetzt habe ich gefragt, wie wäre es, wenn wir Pilot fragen, wer ihm die Karte besorgt hat. So, jetzt muss ich Pilot fragen, wer ihm die Karte besorgt hat. Du bist Pilot. Ich kann Piloten nicht fragen. Mhm. Das ist kein Beweis, dein Wolken ist. Da sind viel Glück von den Lorbeeren um Flint kümmern. Wir werden sehen. Einige Leute meinen vielleicht, dass Flint ein Lügner ist. Dann sollen sie sich mal in der Basis umhören. Nehmen wir zum Beispiel diesen Trupp aus Profi-Jägern. Als sie mich neulich gesehen haben, haben sie gesagt, Flint, wir brauchen dich. Ohne dich kriegen wir das nicht hin. Sie haben Jagd auf eine Chimäre gemacht. Und so musste ich diesen Profis zeigen, wie das am besten geht. Meine Vorgehensweise ist verdammt einfach. Ich marschiere geradewegs in ihren Bau. Sie haben einen Neuling vor dem Eingang abgestellt, der Ausschau nach dem Biest halten sollte. Als er am nächsten Morgen die Chimäre gesehen hat, hat er sich natürlich in die Hose gemacht und ist abgehauen. Also musste ich mich selbst darum kümmern. Wie man sieht, mit Erfolg. Okay, und was auf der Suche nach Magpie runter von mir. Fremde Lorbeeren und Flint kümmern. Okay, ich würde sagen, wie wir mit den Leuten unten reden, das sehen wir im nächsten Part. Bis dahin, haut rein und tschüss.